Ja, hallo liebe YouTube-Freunde, da sind wir mal wieder. Wir haben was Neues mitgebracht und zwar was richtig Neues. Unser allererstes großes Elektroprojekt, VW ID. Buzz. Für den wollen wir ein bisschen Plug and Play entwickeln und wie wir das genau machen, das zeigen wir euch in diesem Video. Für uns ist grundsätzlich ja auch wichtig, dass wir, bevor wir überhaupt loslegen, hier Musik einzubauen, uns mal ganz genau anschauen, was passiert hier überhaupt. Wir haben das jetzt mal gemessen, wenn wir hier mal drauf schauen. Die türkisene Linie, das wäre quasi die Referenz, so würde das idealerweise aussehen. Die gelbe ist der Bass. Jetzt sehen wir hier hinten, haben wir so eine Hochtonüberhöhung. Die ist nicht wild, das haben wir schon schlimmer gesehen. Ich vermute mal, dass das vielleicht durch die Scheibenreflexion kommt. Dann sehen wir hier im Mitteltonbereich so eine leichte Senke. Hier sieht es gar nicht so schlecht aus, muss man fairerweise sagen. Wo wir natürlich ein größeres Problem haben, das ist im Bassbereich. Ne? Also man kann grundsätzlich sagen, ab 90 Hertz geht das sukzessive weg. Bei 50 Hertz sind wir eigentlich schon durch. Bei 40 Hertz ist im Grunde komplett vorbei. Wir haben schon verbogenere Frequenzverläufe gesehen. Das ist noch ganz okay für ein Fahrzeug, was so dünn ausgestattet ist. Das kriegen wir aber sicherlich besser hin. Und vergesst bitte nicht, das hier ist nur die grafische Darstellung des Themas, wie laut ist etwas. Das heißt, über die eigentliche Qualität, das heißt, wie gut klingt es tatsächlich. Das heißt, wir können in dieser Grafik zum Beispiel nicht abbilden, ob die Bühne schön mittig steht, ob sie sehr schön hoch steht, ob wir eine hohe Mitteltonpräsenz haben. Das sehen wir hier nicht. Hier geht es nur erstmal darum, ist denn alles technisch gesehen korrekt gleich laut. Darum geht es dort. Okay, so viel dazu. Wir gehen mal an die Headunit jetzt heran und schauen uns, was da rauskommt, wie viele von diesen Problemen von der Headunit kommen bzw. vom Auto. Ja, wenn wir die ganzen Teile vom Armaturenbrett jetzt mal ausgebaut haben, da kommen wir jetzt auch mal langsam an den Kern der Sache ran. Wenn ihr wirklich glaubt, das hier oben, das wäre euer Radio. So ist es nicht. Das ist wirklich nur ein Display. Das hier, das ist euer Radio. Das Ausbauwerkzeug, um das aus dieser Verschachtung herauszuziehen, das geben wir euch mit dazu, dass ihr da auch wirklich rankommt. Ja. Und dann können wir diese ganze Headunit, die ist hier in so einem Kasten drin, können wir hier quasi rausziehen. Ja. Und jetzt sehen wir hier auch die Anschlüsse, Hauptstromversorgung und Lautsprecher. Dann haben wir hier Digitalradioantenne, analoge Radioantennen. Eins davon, von diesen Dingern müsste, lass mich überlegen, der USB-Anschluss sein. Eins davon ist das Display. Irgendwoher muss das Ding noch die GPS-Information kriegen. Das ist einer von den beiden. Letzter weiß ich nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Für uns ist nur interessant, der hier, beziehungsweise der Lautsprecherstecker, dass wir das Signal bekommen. Und auf diesem Stecker, da gehen wir jetzt auch gleich mal drauf, um zu schauen, was aus diesem Ding tatsächlich genau herauskommt. Genau. Ja, für uns ist natürlich wichtig, dass wir genau wissen, was kommt denn überhaupt aus so einem Radio raus. Dabei sind für uns zwei Punkte ganz wichtig. Zum einen natürlich, wie sauber, also wie verzerrungsfrei funktioniert das Signal, mit wie viel Leistung und wie linear ist das Ganze. Wir gucken uns jetzt als allererstes mal an, wie viel Leistung und wie sauber läuft das Signal. Dafür haben wir uns hier mal unser Oszilloskop aufgemacht. Und wir sehen jetzt hier ne, so eine schöne Sinuswelle. Das ist alles cool, so soll das in etwa aussehen. Aktuell sehen wir hier den Verzerrungsanteil 0,01 bis 0,3%. Alles cool, wenig Leistung anliegend. Das Radio ist auch nicht weit aufgedreht. Also wenn ich jetzt das Radio ein bisschen weiter aufdrehe, das können wir ja mal machen. Jetzt sehen wir, ne? Wie das halt größer wird das Ganze, aber es ist immer noch eine schöne Kurve. Das Ganze geht halt auf 2 Watt hoch. Jetzt kriege ich mal noch mehr. 4 Watt, 4,5 Watt, 6 Watt, 7,5 Watt. Ne, wir sind auch immer noch da im ordentlichen Bereich drin. So, jetzt sind wir bei 9,3 Watt. Jetzt machen wir mal die Skalierung ein bisschen kleiner. So. So, und jetzt sind wir bei 9 Watt und jetzt ist Schluss. Na, also das ist so dieser Step. So, was ist jetzt passiert? Das Radio erreicht sein technisches Limit, was, ne, ich drücke mal hier drauf, da, etwa dort ist.
Das heißt, ab jetzt könnt ihr immer noch ja, 4/5 der Anzeige regeln. Es passiert aber nicht mehr. Das heißt, diese 9 Watt, das ist Schluss. Und dann sagt Volkswagen, ihr könnt zwar regeln am Radio, es passiert aber nicht mehr. Ist ein Effekt, den werden die meisten von euch in dem Auto durchaus kennen. Ihr könnt zwar noch regeln, passiert aber nichts mehr. Die gute Nachricht ist, bis 9 Watt oder besser gesagt bis zum Ende der Skalierung funktioniert das Ding verzerrungsfrei. Die schlechte Nachricht ist, es sind halt 9 Watt. Viermal. Ne? Das heißt 4 mal 9 Watt. Mehr kommt aus der Bude nicht raus. Das ist selbst für ein Autoradio ab Werk doch recht arm. Kann ich leider nicht anders sagen. Okay, jetzt gucken wir uns mal an das Thema Verzerrungen. Nee, gar nicht wahr. Den Frequenzverlauf. So, da gehe ich jetzt mal hier da rein. So, zack. So, und Spektrum. So, schalten wir das mal wieder hier nach oben. Und auch das ist durchaus eine gute Nachricht, wenn man da drauf schaut. Das Gerät, ich mache das mal auf Pause, dann zappelt das nicht so sehr. Na, wo ist hier mein Zeiger? Da. So, zack. Das Gerät ist nicht ganz linear, aber es ist auch nicht furchtbar unlinear. Das heißt, wir haben eine minimale Senke um 4 Kilohertz und bei 200 Hertz haben wir eine kleine Senke drin und im Bassbereich pusht sogar ein ganz kleines bisschen. Aber das ist ein Signal, wo ich sagen würde, wenn wir das unkorrigiert verwenden würden, könnte man damit durchaus schon arbeiten. Interessant dabei ist, das habe ich im Vorfeld schon mal gemacht, dass das Spektrum zwischen links und rechts nicht ganz identisch ist. Also es gibt da leichte Unterschiede. Da hat sich Volkswagen wieder ein bisschen was einfallen lassen. Ist aber auch nicht wirklich nicht super viel gewesen. Nur Kleinigkeiten. Also da an der Stelle, das haben wir schon viel schlechter gesehen. Damit lässt sich arbeiten. Also da müssen wir gar nicht mal so viel korrigieren. Da geht es wirklich nur um die akustische im Fahrzeug. Das heißt aber auch, eingangs haben wir euch ja gezeigt, dass wir so einen Hochton-Push in dem Auto drin haben. Der kommt nicht vom Radio. Das ist ein akustisches Problem in dem Auto. Höchstwahrscheinlich eine Scheibenreflexion. Zumindest läge das nahe bei der Montage der Scheibe. Ja, das ist jetzt der technische Fakt. Ne? Radio, 9 Watt Leistung, linearer Frequenzgang, keine Verzerrungen. Können wir mit arbeiten. Wir gehen jetzt mal die technische Anbindung mit den Verstärkern an. Als allererstes, bevor wir in das Auto rangehen, muss die Batterie abgeklemmt werden. Ich habe mich schwer getan, im Bordbuch herauszufinden, wo die Batterie eigentlich sitzt. Ich habe es mir dann angeschaut über die ADAC-Rettungskarte. Die hat mir erzählt, wo die Batterie sitzt. Also wir reden jetzt nicht von einer Hochvolt-Batterie, wir reden von dem 12-Volt-Bordnetzsystem. Das Fahrzeug hat nach wie vor eine klassische 12-Volt-Batterie, an der auch das komplette Mediasystem dranhängt. Die Batterie selber sitzt unter dem Fahrersitz. Da müssen wir jetzt natürlich einem gewissen Muster folgen, dass ihr euch keine Airbag-Fehler einschleicht. Was brauchen wir dazu an Werkzeuge? Wir brauchen einmal eine Knarre mit Aufsatz und so einer wunderschönen M10 Vielzahnnuss. Ne? Das ist für die Sitze. Dann brauchen wir für die Knarre noch eine klassische Zehnernuss. Wofür kommen wir gleich zu. Dazu eine Knarre mit einer 17er Nuss drauf, am besten lang. Zeige ich euch auch gleich warum. Eine Spitzzange oder eine abgewinkelte Spitzzange wäre gut. Ein kleiner Schlitzschraubendreher ist gut. Und Licht. Ihr seht, ne, ist alles überschaubar vom Werkzeug. So, was muss dann gemacht werden? Wenn wir einmal drauf schauen, hier unten, ich leuchte mal drauf, ne, dafür ist Licht wieder gut. Da sehen wir hier so Schraubpunkte dort. Und dort und auf der anderen Seite vom Sitz haben wir jeweils noch zwei. Da sitzen diese Vielzahnnüsse drin, wo wir diesen M10-Sternaufsatz brauchen. Wenn wir den losgeschraubt haben, das habe ich jetzt schon mal gemacht, dann kann ich den kompletten Fahrersitz erstmal so ein bisschen wegklappen. So. Dann sieht das unter dem Sitz so aus. Da habe ich jetzt hier zwei Anschlüsse vom Sitz. Die müssen erstmal dranbleiben, weil wir nämlich die Batterie abklemmen müssen. Die Batterie, die ist dann da, ne? Die seht ihr jetzt halt schon. Und jetzt kann ich halt mit der Zehnernuss sagen, ich nehme hier diesen Pol runter. Ne? Kann den hier lösen, kann den Pol runternehmen. Danach kann ich mit dem Schlitzschraubendreher diese beiden Stecker entriegeln und kann den Sitz wegnehmen. Ne? Das heißt, ab diesem Zeitpunkt bin ich spannungsfrei unterwegs.
kann den Sitz aus dem Auto rausstellen. Dann die Sitzkonsole selber, die ist halt mit größeren Schrauben verschraubt. Da kann ich dann quasi hier so, zack, rein und die ganzen Schrauben abdrehen. Ne? Es sind, kurioserweise, es sind fünf Schrauben. Es ist eine da, eine da, eine da und auf der Innenseite sind es zwei. Keine Ahnung, warum Volkswagen das macht, müsst ihr die Jungs fragen. Normalerweise T5, T6, T6.1, Crafter sind es immer vier Schrauben. Dann kann auch die komplette Sitzkonsole raus. Batterie steht zu diesem Zeitpunkt frei. Das gleiche Prinzip ist auf dem Beifahrersitz, nur mit dem Unterschied, dass da keine Batterie drin steht. Warum wir den auch noch mit ausbauen müssen, das zeigen wir euch später im Video. Sobald wir die draußen haben, ist der Teppich aber schon relativ frei und wir können den eigentlich dann auch schon beiseite klappen. Das ist das Prinzip dazu. Okay, wir machen mal ein bisschen weiter hier. Ja, wo hat denn so ein ID.Buzz überall seine Lautsprecher versteckt? Ein paar Sachen sind relativ offensichtlich. Dazu gehören unter anderem die Türen. Da haben wir zwei Gitter, einmal hier, einmal da. Hier unten sitzen Tieftöner drin, 16 cm. Hier sollte ein Mitteltöner sitzen, tut es aber nicht, witzigerweise. Also wenn man hier mal reinleuchtet, ne, ist ein weißes Auto, dann sehe ich hier halt auch weißes Blech. Das heißt, VW gibt sich nicht mal die Mühe und verschließt dieses Loch. Das gucken wir uns gleich mal von der Rückseite ganz genau an, wie das aussieht. Das Auto selber ist ausgestattet ganz offiziell mit 8 Lautsprechern. Also sprich vier vorne, vier hinten, also jeweils ein Zwei-Wege-System. Die Hochtöner, das sieht man eigentlich am besten, wenn man von außen mal drauf schaut. Ansonsten muss man sich so weit reinlehnen. Die Hochtöner sitzen dort vom Frontsystem. Ne? Also vorne ein klassisches Zwei-Wege-Frontsystem. Ich vermute, dass die Mitteltöner eigentlich zu dem Harman Kardon Soundsystem gehören sollten. Ich bilde mir ein, das auch schon mal im Konfigurator gesehen zu haben. Momentan steht es da aber nicht drin. Ich vermute mal, dass da Volkswagen ein paar Lieferprobleme hat. Genau, das ist dieser Part. Wir nehmen jetzt mal eine Tür runter und dann schauen wir uns mal an, wie es dahinter aussieht. So, wir haben auf der Beifahrerseite haben wir jetzt mal eine Tür runtergenommen. Vom Prinzip her funktioniert es im Grunde wie bei jeder anderen Volkswagen-Tür auch. Wir haben zwei Verschraubpunkte an der Tür dran. Wir haben unten diesen typischen Drehpoti, den ich halt um 90 Grad drehen muss, um die Tür abzubekommen. Danach kann ich sie abklipsen, nach oben wegheben, alle Stecker abmachen, fertig. Ganz schnell gemacht. Darunter finden wir, wie ich es gerade schon gesagt habe, das Volkswagen 16 cm Chassis. Im Falle von dieser Version sogar schon das Gute. Ne? Also den gibt es halt auch noch in schlecht. Oder ein Schlechter, das trifft es vielleicht noch fast ein bisschen besser. Die Lautsprecher sind auch genietet auf dem Türblatt. Das Gute ist im Falle von dem Fahrzeug, dass es tatsächlich auch auf dem Türblatt befestigt ist und nicht in einem Kunststoffteil. Das sorgt für mehr Stabilität. Das ist für unseren neuen Lautsprecher dann wichtig. Das heißt, ihr müsst diese Nieten, die müsst ihr aufbohren. Das habe ich jetzt schon mal gemacht. Dann könnt ihr das ganze Chassis runternehmen. Und dann haben wir auch hier wieder den Standard-Volkswagen-Stecker, wo der Lautsprecher drauf sitzt. So, die Idee ist jetzt, dass wir bei den Lautsprechern in mehreren Optionen arbeiten. Das eine wäre eine Standard-Zwei-Wege-Version, die wir euch anbieten, mit einem 20 cm Tieftöner, ne, damit wir quasi mit diesem System schon mehr Bass machen können. Das ist natürlich für die Cargo-Fahrzeuge interessant, die vielleicht halt auch etwas andere Sitzbestuhlungen im Fahrzeug drin haben. Die nächste Ausbaustufe soll werden ein Dreiwegesystem mit ergänzten Mitteltöner. Am liebsten auch mit dem 20er. Da muss ich mal gucken, ob wir das genau hinbekommen. Das hat natürlich auch physischen Hintergrund, ob das geht oder nicht. Und dann bieten wir natürlich irgendwann nochmal die Ausbaustufe an mit zusätzlichem Subwoofer. Also es wird auch nochmal prickelnd, wie wir das genau hinbekommen. Das ist so die Idee, die dahinter steht. Auch interessant wird nochmal werden, wie wir den hier genau rausbekommen für die Türdämmung, weil nur hier durch ist schon ambitioniert. Ne? Also da bin ich mir nicht sicher, ob man da wirklich überall rankommt. Aber auch das gucken wir uns ganz genau nochmal an. Genau, also so viel erstmal zu der Tür. Wir gucken jetzt erstmal als allernächsten Schritt, ob die 20er Ringe, die wir uns haben einfallen lassen, hier auch wirklich passen. Wenn ihr die Türen dämmen wollt, muss der Aggregateträger einmal raus aus dem Auto. Das aber auch wirklich nicht weiter wild. Wir haben hier oben nur zwei Schrauben drin. Dann gibt es hier diese Kunststoffverschlüsse, die ich mit einer 13er Mutter halt einfach lösen kann. Die drehe ich um 90 Grad und dann hängt das Ding schon frei. Ihr müsst die Scheibe aushängen.
dafür. Kann man aber auch mit zwei Schlitzschraubendrehern quasi einfach am Fensterheber entriegeln, Scheibe nach oben ziehen. Hier dann halt mit einem Tape ganz kurz festkleben. Schreiben wir euch aber in die Anleitung rein, wie das ganz genau funktioniert. Dann kommen wir perfekt an das Außenblech ran. Was uns natürlich als allererstes auffällt, ja, hier, ich mach mal so. Ja, klingt nicht nach Dämmung. Ist es eigentlich auch nicht. Volkswagen hat hier in dem Bereich so ein bisschen Bitumen aufgespritzt. Ja, und hier hinten ist nochmal so eine kleine, ja, was ist das? Bitumenmatte, würde ich sagen. Das war's. Das ist natürlich gemessen an der Größe der Fläche der Tür verschwindend wenig. Warum macht das Volkswagen? Gewicht. Das ist eigentlich so das Thema bei denen, ne? Das Auto muss so leicht werden, wie es geht. Leicht heißt weniger Stromverbrauch. Weniger Stromverbrauch heißt mehr Reichweite. So einfach ist die Rechnung bei der ganzen Geschichte. Deswegen wird quasi nicht gedämmt. Für Akustik, also sowohl was Außengeräusche, die ins Auto kommen, als auch für den Lautsprecher selber in der Tür, ist das natürlich denkbar ungünstig. Deswegen dämmen wir jetzt hier nach. Auf die Gesamtkilometerleistung, da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Also wenn das bisschen Dämmung, was wir hier einbauen, 1 Kilometer Unterschied ausmacht, würde mich das wundern. Genau, ne, das zu diesem Thema. Wir zeigen euch jetzt nochmal den Aggregateträger. Der ist wirklich, wirklich, wirklich spannend in dem Auto. Den habe ich in der Form auch noch nicht gesehen. So, da ist das gute Stück, der Aggregateträger. Hier, das sind diese Verschlusszapfen, die ich meine. Ne? Man sieht das jetzt hier, ne? Man kann die so drehen. Ne? Und da gibt es halt immer diese Pfeile und diese Näschen. Und so wäre quasi verriegelt. So ist dann offen. Von der Rückseite, ne, ich zeige das mal, ne, sieht das so aus. Ne? Das heißt, ihr habt halt hier so einen Zapfen, den ihr halt drehen könnt. Mal in die andere Richtung gucken. Ne, so. So. Hier hat es geschlossen. Ne, und im Blech habt ihr quasi so einfach so ein Langloch, wo sich das Ding rein entriegelt. Was sehr geil ist, das Ding ist sauleicht. Also wirklich sauleicht. Wie hat das Volkswagen geschafft? Und das habe ich zum ersten Mal bis jetzt gesehen. Die Führungsschiene für den Fensterheber, also hier sitzt in diesem Schlitten, sitzt die Scheibe halt drin und fährt dann halt hoch und runter. Die Führungsschiene ist erstmals nicht mehr aus Stahl auf das Ding draufgeschraubt. Die ist im Spritzgussteil drin. Dadurch reduziert sich das Gewicht natürlich wirklich ganz, ganz eklatant. Das Allerschwerste an dem Ding ist im Grunde hier der Motor für den Fensterheber. Wenn ich den jetzt auch noch ausbauen würde, wird das ganze Teil vielleicht noch 1000 Gramm wiegen, wenn überhaupt. Strange, wirklich strange, habe ich so noch nicht gesehen. Aber die gute Nachricht ist, er lässt sich so relativ einfach ausbauen. Okay, den können wir gleich wieder einbauen, aber vorher zeigen wir euch, wie die Tür gedämmt aussieht. So, Außenblatt haben wir gedämmt. Wir sehen jetzt hier überall Alubutyl, ne? Da oben und da unten halt auch nochmal eine Bahn rein. Und hier hinter dem Lautsprecher, da haben wir so einen Schallabsorber nochmal drin. Ja, das kennt ihr vielleicht aus dem Fernsehen oder vielleicht habt ihr das auch zu Hause. Und vom Sound her, ja, schon viel besser. Ja, so funktioniert das. Hier haben wir mal den Ring nochmal draufgehalten, um zu gucken, ob das halt alles passt. Ne, der ist jetzt hier aber noch locker, den haben wir noch nicht festgeschraubt, weil wir den nämlich erst schrauben, sobald der Aggregateträger wieder drin ist. Das wäre jetzt für mich halt auch die nächste Aufgabe auf der Innenseite der Tür, da sind wir soweit fertig. So, wenn wir die Hochtöne ausbauen wollen, müssen wir dieses komplette Teil, ja, was hier auch unter dem Seitenfenster lang geht, ausbauen. Das Gitter selber, das Hochtongitter selber, das geht nicht einzeln raus. Am besten, ne, auch wieder mit einem Kunststoffkeil, könnt ihr entweder hier an der Kante so drunter hakeln. Ich habe es jetzt halt schon ab, ne? Oder hier unten. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Ne, da. Und dann kann man das quasi hochhebeln. Und dann habt ihr das irgendwann ganz in der Hand. Und dann haben wir hier unten, da, ich gebe da mal ein bisschen Licht drauf, da ist die Steckverbindung vom Hochtöner. Und dann kann man den hier auch relativ easy abstecken. So, ja, jetzt haben wir es draußen. Und jetzt sehen wir hier auch schon von der Rückseite, ich gebe noch ein bisschen Licht drauf, dass Volkswagen zwar generell immer noch seine Drei-Sternaufnahme verwendet, wie das sonst halt auch der Fall ist, aber in diesem Fall das nicht mehr Kunststoff verschweißt, das ist gut. Man macht das jetzt mit so kleinen Schnappis. Das heißt, wir können jetzt relativ easy über den 3D-Drucker uns eine Adapterplatte für die neuen Hochtöner fertigen und müssen uns keine Gedanken darüber machen, wie wir die festmachen. Ne, Kleber und so weiter brauchen wir alles nicht mehr. Gut, das heißt, ich schmeiße jetzt erstmal den 3D-Drucker an.
dass wir ein Sample für diese Befestigung kriegen. Und das schauen wir uns dann gleich auch mal an. So, mal ein bisschen das Chaos hier beseitigt. Was wollen wir machen? Kabel bzw. Kabelsätze. Ich habe da mal ein bisschen was vorbereitet. Wir haben jetzt hier drei Kabelsätze. Ich fange mal hier mit dem Kollegen an. Das wird der Kabelsatz für die Hochtöner werden. Ne? Hier haben wir den Fahrzeuganschluss. Den könnt ihr einfach aufstecken. Eine kleine Frequenzweiche mit reingebracht. Mit Stoff schön umtaped, ja, damit das Ding nicht klappern kann. Und das ist halt dann am Ende der Anschluss an den Hochtöner. Und das wäre dann quasi das Hochtonmodul, was ihr einfach nur einsnappen könnt. Ne? Das heißt, hier halt gegenstecken, den dann aufs Auto stecken, Hochtöner fertig montiert. Für den Tieftöner, ja, für den Kollegen hier, brauchen wir zwei verschiedene Kabelsätze, je nachdem, ob es ein Zwei- oder ein Dreiwegesystem wird. Das hier ist die Version Zweiwegesystem. Auch wieder Fahrzeuganschluss, Anschluss auf den Lautsprecher, lang genug, dass es halt ordentlich verlegt werden kann. Fertig. Bei dem Dreiwegesystem sieht das folgendermaßen aus. Da haben wir auch wieder hier, ne, ein Frequenzweichenmodul für den Tieftöner und den Mitteltöner, der dann dazu kommt. Fahrzeuganschluss, wie bei dem Zweiwegesystem halt auch. Tieftonanschluss, auch das ist gleich. Und dann haben wir hier einmal Mitteltonanschluss. Ne, alles schön getaped, sodass das auch einen originalen Eindruck hinterlässt. Wie montieren wir den Kollegen am Ende? Auch da haben wir uns schon ein bisschen was vorbereitet. Das wäre jetzt quasi mal so ein 20er Ring. Ne, hier seht ihr jetzt hier, da, diese vier Löcher. Ich halte es mal so, dann passt es besser. Die korrelieren mit den Originallöchern. Das heißt, da können wir das Ganze einfach mit metrischen Schrauben am Ende beschrauben. Damit wir kein Problem haben mit Feuchtigkeit, haben wir uns das Ding hier einfallen lassen. Der wird dann später hier so mit eingesetzt. So, so. Ich halte das jetzt mal so quer. Und jetzt haben wir quasi wie so ein kleines Vordach über dem Original, nicht über den Originallautsprecher, über den neuen Lautsprechern. Der Originale hat das sehr ähnlich in der Konstruktion. Und wenn jetzt halt quasi hier Wasser drauf kommt, dann erstmal läuft es nicht auf den Lautsprecher, sondern es läuft halt um den Lautsprecher herum, ne, hier so rum. Und wir haben dann halt auch kein Problem mit Feuchtigkeit am Lautsprecher. Und das Ganze wird dann vorne halt eingeschraubt. Das ist jetzt noch nicht so ganz final, ne? Also das sind die ersten Entwürfe aus dem 3D-Drucker. Genau, ne? So viel dazu. Ob das Ding hier an die Tür passt, das probieren wir jetzt mal aus. Ja, schau mal einer an. 20 cm Tieftöner passt auch beim ID. Buzz, als ob wir es geplant hätten. Wir zeigen euch gleich auf der anderen Tür nochmal, wie es dahinter aussieht. Hier ging es jetzt erstmal nur darum, können wir das Ganze wirklich auf dem Türblatt montieren. Ihr braucht euch keine Sorgen machen, ihr müsst keine neuen Löcher oder ähnliches bohren. Wir benutzen komplett die Originalbefestigung. Wir haben jetzt hier zum Beispiel auch schon das Frequenzweichenmodul befestigt. Ja, hier oben. Und hier ist quasi die Originalsteckverbindung. Also der steckt normalerweise auf dem Lautsprecher oben drauf. Dafür habt ihr hier einen zweiten Adapter jetzt, könnt ihr draufstecken, fertig. Ja. Damit habt ihr das komplette Modul angeschlossen. Was wir jetzt hier noch haben, das ist der Anschluss für den Mitteltöner. Je nachdem, welches Set ihr am Ende halt nehmt, ob ihr das Zwei- oder Dreiwegesystem habt, habt ihr diesen Anschluss oder eben nicht. Genau, ne, so viel dazu. Wir müssen jetzt hier noch das bisschen Kunststoff dämmen. Und dann sind wir an der Fahrertür im Grunde auch schon so weit, dass wir die Türverkleidung wieder raufsetzen können. Ja, der Aggregateträger ist zum Dämmen so, so lala geil. Das muss man wirklich mal sagen. Es ist fast keine gerade Fläche dran. Überall sind diese kleinen Kunststoffrippen. Das ist natürlich insofern doof, weil sich das für Alubutyl oder für Aeromulti gar nicht anbieten würde. Wir würden immer so mit 3 x 3 cm großen Stücken arbeiten. Vergesst es, Leute, das wird nichts. Deswegen konzentrieren wir uns darauf, dass das Ding, wenn es geht, nicht rappelt. Wir haben jetzt hier einen speziellen Stoff halt draufgezogen. Das ist ein 10 mm Zellstoff. Ne? Der ist einfach extrem schallschluckend und den kann ich halt relativ easy hier überall draufkleben. Hier oben über dem Tieftöner habe ich schon mal ein Stück reingeklebt. Da soll ja irgendwann unser Mitteltöner sitzen. Und so haben wir die Möglichkeit, den Mitteltöner quasi von der Rückseite ebenfalls noch mal ein bisschen zu dämpfen, dass es da keine Probleme mit irgendwelchen stehenden Schallwellen gibt.
Was haben wir noch gemacht? Wir haben ja auf der anderen Seite den Tieftöner schon gesehen. Hier haben wir ihn jetzt nochmal rausgelassen. Und jetzt sehen wir hier quasi auch das Muster von unserem Trichter, unserem Wasserschutz. Ne? Der sitzt jetzt eigentlich schon ganz gut. Der sieht noch ein bisschen komisch aus, das Ganze. Das werden wir am 3D-Drucker noch ein bisschen verfeinern, das Ganze. Ja, dass es also wirklich richtig passig am Ende des Tages wird. Aber die Idee, das ist schon mal die richtige Richtung. Ne? Also, dass da wirklich alles Tico-Taco am Ende funktioniert. Ja, das heißt, ich kann jetzt hier auch schon mal den Tieftöner reinschrauben. Da wäre ich dann soweit. Türverkleidungen sind auch gedämmt. Dann können wir das doch eigentlich schon wieder alles zusammenschrauben vorne. So, wir haben mal unser 3D-Druck-Sample für die Hochtöner. Das haben wir jetzt schon mal hier eingesnappt. Und jetzt seht ihr halt auch, wie das vom Prinzip her wieder funktionieren wird. Ne? Das heißt, wir haben hier diese drei Näschen und die Arretierpunkte. Und ihr könnt das ganze Ding halt einfach nur so reinsnappen. Später wird der Hochtöner, das ist alles schon vormontiert, ne? So dass ihr quasi nur noch ein fertiges Modul habt, draufsteckt, Stecker wieder an den Originalstecker ansteckt, fertig. Ne? Das würde ich ganz einfach von der Montage. Die Idee, die wir ja letzten Endes verfolgen, ist, dass wir so wenig Kabel wie es geht in das Auto neu verlegen für unser Frontsystem. Egal, ob es ein Zwei- oder Dreiwegesystem ist und auch für das Hecksystem, keinerlei Kabel verlegen. Grundsätzlich verfolge ich auch noch den Gedanken zu sagen, wir machen ein Masterpack, wo wir zum Beispiel auch den Center-Lautsprecher nochmal mit in Berücksichtigung nehmen. Stand heute ist das ja der SOS-Lautsprecher hier, ne? Der Kollege hier. Da gibt es aber durchaus Möglichkeiten, wie wir das erweitern können, also dass wir da eine SOS-Funktion und einen richtigen Center-Lautsprecher haben. Da müssten wir vielleicht ein Kabel verlegen. Mal gucken. Ne? Also da lasst euch überraschen. Da bin ich mir selber noch nicht sicher, ob wir das umsetzen. Aber im Laufe des Videos werden wir da auch noch mal explizit drauf eingehen. Okay, also hier sind wir schon an einem relativ fortgeschrittenen Punkt. Wir drucken uns jetzt noch mal das nächste Pärchen, würde ich sagen. Dann können wir da auch schon mal ein paar Hochtöner einsetzen und gucken, ob der Hochtöner da noch richtig passt. Was mir bei meiner Heimfahrt mit dem Auto schon aufgefallen ist, ist, dass das Auto an sich recht leise ist. War auch eigentlich nicht anders zu erwarten, ne? Elektromotor. Aber irgend so ein Sportmodell, irgendeine Cupra oder so war es, glaube ich, mit einer anderen Abgasanlage, der ist an mir vorbeigerauscht, den habe ich brutal gut gehört. Jetzt wird mir auch langsam klar, warum. Volkswagen dämmt in diesem Auto nicht. Ganz besonders bei den Türen. Wenn ich mir die Rückseite der Tür anschaue, das ist die Verkleidung, da ist wirklich nichts drauf, ne? Also das ist eigentlich ein Blankostück Kunststoff und in der Tür selber sieht es auch kaum besser aus. Da habe ich natürlich halt ein, ist ein wunderschönes Einfalltor für Außengeräusche. Deswegen kriege ich da sehr viel mit von außen. Das dämmen wir. Ganz wichtig. Hier sehen wir jetzt die beiden Lautsprechergitter von der Rückseite. Mitteltöner, Tieftöner. Von den Dimensionen her, da wird einem jetzt auch langsam klar, die Befestigungen sitzen relativ weit weg. Das sollte mit dem 20er passen. Bei dem Mitteltöner haben wir so eine Drei-Sternaufnahme. Das ist alles da. Da werden wir mit einem passenden Adapter arbeiten, sodass wir da einen 10 cm Mitteltöner anflanschen können. Und dann kommen wir diesem System drei Wege doch schon auch langsam näher. Die Tür gibt das her. Das haben wir schon viel schlechter gesehen. Also das ist, da freue ich mich schon auf das Ergebnis. Also da wird, glaube ich, richtig gut funktionieren. Vielleicht, aber nur vielleicht, geht sogar ein 20er in die hintere Tür rein. Ah, das wäre natürlich schon nice. Ne? Dann hätten wir da richtig Dampf im Bassbereich. Das hilft dem Auto schon echt auf die Sprünge, ne? Gerade weil wir auch über eine große Fahrgastzelle reden. Okay, wir kümmern uns mal um den Kollegen jetzt, dass wir den ein bisschen dämmen. Und dann wäre die nächste Passage, dass wir euch nochmal zeigen, wie der Mitteltöner aufmontiert aussieht. So, jetzt geht es langsam mal an das Thema Türverkleidung dämmen. Unsere neue Türverkleidung, also nicht neu, aber alt, ne? Aber gedämmt. Ihr seht jetzt hier, ist schon überall Dämmung drauf. Das ist so ein spezielles Material. Das ist eine Mischung aus 0,8 mm Alubutyl mit einem 3 mm aufgespritzten Neopren. Das heißt, wir haben hier eine dämmende und dämpfende Wirkung an der Tür. Und wenn man hier das Material, ne, so im Querschnitt sieht, wenn ich hier drücke, dann seht ihr, es hat so einen soften Effekt. Das heißt, es kann sich überall schön reinlegen. Was eine Besonderheit ist bei der ID.Buzz-Tür, ist die Konstruktion. Das heißt, wir haben quasi eine Außenschale mit eingeschweißten Innenteilen. Und wir haben hier, ne, also dieser Steg hier, wo der Kunststoffclip halt drin ist, das ist quasi
zugehörig zu den Innenteilen. Das hier ist das Außenteil und die sind auf der Kante nicht miteinander verschweißt. Das heißt, ich kann die hier überall, ne, kann ich die hier so abbiegen. Die liegen natürlich direkt aneinander, diese Kunststoffteile. Deswegen habe ich jetzt zwischen jedem dieser Clips auch nochmal so einen Streifen von diesem Aero Multi dazwischen gepackt, damit quasi beide Teile nicht gegeneinander rappeln können. Der hier muss raus, ne, die Dichtung. Kommt eine neue rein für die 20er Tieftöner. Das ist unnütz. So, ich mache jetzt mal Copy-Paste auf der zweiten Türverkleidung. Dann sind wir schon mal so weit, dass wir die Zwei-Wege-Version fertig haben und können uns dann schon mal anschauen, wie viel besser das so funktioniert, um dann die Türverkleidung tatsächlich nochmal runterzunehmen, Richtung Drei-Wege-Lautsprecher dann zu gehen. Kommen wir später in dem Video zu. So, das jetzt das hintere Seitenteil mit der Subwoofer-Vorbereitung. Hier sieht man, ne, das wäre quasi das Subwoofer-Gitter. Da hat Volkswagen, damit man da nicht durchgucken kann, so einen Stoff drauf gezogen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der dann halt auch drauf wäre, wenn ein Subwoofer da wäre. Aber jetzt sehen wir halt schon, ne, wir haben hier diese Armauflage, hier ist Schluss und hier ist der nächste Clip. Ne, das ist quasi der Bereich dazwischen, den wir zur Verfügung stehend haben, um was zu bauen. Und das ist halt nur ein 20er, mehr geht nicht. Interessanterweise sieht man, ne, hier, ne, auch nochmal ein Lautsprechergitter in dem Ding drin, dort. Wenn ich von der anderen Seite aber gucke, dort nichts drin. Ja, das ist einfach nur ein Gitter. Da ist auch wieder diese Drei-Sternaufnahme dran. Das heißt, grundsätzlich würde die Möglichkeit bestehen, dort was einzubauen. Volkswagen macht zumindest in der Kombination nicht, weil ich auch da wieder vermute, dass es die Kombination mit dem Harman Kardon Soundsystem wäre, wenn da was sitzt. Weil in der Standardanordnung, ihr müsst euch vorstellen, wir haben ja, ne, vier Lautsprecherausgänge an dem Radio, vorne links, vorne rechts, hinten links, hinten rechts. Diese Bestückung haben wir ja bereits. Das wäre ja quasi hinten links und hinten rechts zwei, wenn man so will. Also das geht schon so ein bisschen in diese Surround-Ecke rein. Im Grunde, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, Humbug das zu tun, aber viele Köche verderben den Brei, ne? Nur die Menge der Lautsprecher, die Kanäle der Lautsprecher nach oben zu schrauben, das bringt halt klanglich nichts, solange das halt nicht durchdacht ist. Ne? Also so richtig Sinn ergibt das nicht. Da werden wir auch nichts planen. Also das ergibt nicht wirklich viel Sinn, das zu tun. Genau, das Seitenteil hinten. Wie schon gesagt, wir wollen ja eher schauen, dass der Woofer vorne sitzt. Hier hinten, das wäre dann so die B-Lösung für Geschichten, wenn vorne halt schon was ist. Aber dass ihr es mal gesehen habt, wie das halt technisch sich gestaltet und warum man eigentlich nichts Größeres dort halt hereinkriegt. Hinteres rechtes Seitenteil, wenn es draußen ist. Gar nicht wahr. Hinteres linkes Seitenteil. Ne? Ich bin hier gerade verkehrt rum drin. Der Subwoofer, oder das Gitter besser gesagt, der sitzt ja hier. Ja. Hier hat man so einen Bogen drin für die Armauflage. Ne? Das heißt, man sieht jetzt hier auch schon wieder das, was wir euch gerade am Seitenteil gezeigt haben. Das ist halt meine Höhe. Das Ding selber vermute ich mal, das ist so eine Art Platzhalter, wenn das Subwoofer-Gehäuse nicht da ist, damit die Armauflage nach unten im Seitenteil stabiler ausfällt. Wenn man das abschraubt, dann hat man an sich hat man relativ viel Platz, aber das Problem ist wirklich die Bauhöhe. Ne? Hier ist das Steuergerät von der Anhängerkupplung. Da hinten haben wir noch eine Fassung für ein zweites Steuergerät. Und ich habe mal wieder einen Sicherungshalter gefunden. Da hat das Auto halt mehr als genug von. Genau, also das ist halt diese Geschichte. Und jetzt seht ihr halt auch, warum wird das kompliziert, das zu bauen. Wir haben hier diesen Bogen. Wir haben hier einen riesen Kabelbaum. Das heißt, wir können nicht einfach ein viereckiges Gehäuse bauen. Hier sind die Ankerpunkte. Das heißt, wir müssten quasi hinten das länger und höher bauen. Dann erstmal in einem Step raus, bis etwa zum Kabelbaum, ja, über den Kabelbaum rüber, dann nach unten und weggebogen. Wir können das bauen, das ist kein Thema, aber das ist natürlich schon sehr zeitintensiv und Zeit ist Geld und da braucht man jetzt kein Orakel sein. Das Subwoofer-Gehäuse, das ist am Ende des Tages wahrscheinlich doppelt so teuer, vielleicht sogar mehr, wie wenn wir vorne was bauen und es verschafft uns erstmal klanglich keinen großen Vorteil. Ja, das ist halt der Status dazu. Für alle, die es interessiert, das sind nochmal die Motoren von den elektrischen Heckklappen. Richtig fette Dinger. Also die haben wirklich Power, die Teile. Ja, okay. So viel zum hinteren Seitenteil. So, Lautsprecher hinten
sind in den Schiebetüren. Ja, hier unten haben wir wieder den Tieftöner drin, hier oben den Hochtöner. Im Falle von dem Fahrzeug ist auch was drin. Also das sieht man ganz gut eigentlich durch das Gitter schon. Ist hinten kein Dreiwegesystem oder auch nicht möglich. Ne? Also hier ist halt auch keine Öffnung. Ist wirklich nur ein Zweiwegesystem. Eine Vermutung wäre vielleicht, ne, wir haben ja auch hinten schon in dem Seitenteil diese Öffnung gesehen, dass vielleicht ist das halt auch kein Rear Center, sondern der Mitteltöner von dem Heck-Dreiwegesystem. Ist aber natürlich insofern spooky, weil der ganz schön weit weg ist. Er gehört halt dann irgendwie nicht zu dem Rest mit dazu. Ob wir hier einen 20er reinkriegen, keine Ahnung. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir das Ding hier überhaupt runterkriegen. Was ich aber mit großer Sicherheit sagen kann, wenn ihr einen ID-Bus haben solltet, der keine Hecklautsprecher hat, das Kabel dort nachträglich in die Tür reinzubekommen, ich glaube, das wäre für eine Selbstmontage ein bisschen sehr ambitioniert. Also da verabschiedet euch von dem Gedanken, dass wir da jemals eine Plug-and-Play-Version rausbringen, weil der Zerlegeaufwand, wie das genau funktionieren soll, das ist schon out of order. Das soll nicht heißen, dass es nicht geht, aber das Ganze würde quasi nur mit einem Termin bei uns vor Ort halt am Ende des Tages funktionieren. Ja, so viel zum Thema Hecklautsprecher. Wir nehmen das Ding mal runter und gucken, wie das ganz genau dahinter aussieht. Wie sieht es eigentlich unter dem Beifahrersitz aus? Kurzum, im Grunde genommen genauso wie unter dem Fahrersitz, nur mit dem Unterschied, dass hier keine Batterie drin steht. Wenn wir hier so schauen, wir haben hier so ein riesengroßes Loch, wo wir wirklich bis unten auf das Fahrzeug drauf schauen können, wo nichts drunter ist. Plus, dass das Ding, das ist halt vorperforiert, ne, das kann man halt dann hier so rausnehmen, hochklappen. Ich habe es für die bessere Zugänglichkeit, habe ich es jetzt auch schon mal komplett ausgeschnitten, ne, dass man das hier ganz rausnehmen kann. Und jetzt sehen wir hier so ein riesengroßes Fach. Das bietet sich natürlich an, dass wir damit was machen. Zuallererst hatte ich darüber nachgedacht, den Verstärker dahin zu bauen. Da habe ich aber noch einen viel schöneren Ort gefunden, wo wir auch die Kabel sehr kurz halten können. Das zeigen wir später. Jetzt ist es natürlich so, das habt ihr in dem Video ja gesehen, dass wir die Vorbereitung für den Serienzapfwoofer hinten im Seitenteil haben. Aber das Größte, was wir da reinkriegen, ist ein 20er Woofer. Mehr ist dort nicht möglich, alleine schon wegen der Gittergröße nicht. Das Gehäuse ist vom Aufbau her auch nicht ganz einfach. Es muss in so einem Bogen halt gemacht werden und wir haben natürlich halt eine irre Verlegearbeit, weil wir ein Kabel ganz hinten im Fahrzeug brauchen. Hier, wenn man das durchrechnet, kriege ich auch einen 20er Subwoofer rein. Im Grunde also die gleiche Größe wie hinten. Das Gehäuse wird ein bisschen einfacher von der geometrischen Struktur halt einfach her. Das heißt, wenn es einfacher ist, wird es natürlich auch ein bisschen günstiger für euch. Und was ein ganz wesentlicher Punkt ist, wir haben natürlich viel, viel weniger Verlegearbeit, weil wenn der Verstärker da ist und der Woofer hier ist, dann habe ich hier 1,20 Meter Kabelweg und ich muss nicht das ganze Auto auseinandernehmen. Und was passiert denn mit den ganzen Cargo-Versionen, die den Woofer hinten nicht haben, weil sie zum Beispiel eine Schottwand haben? Dafür ist das doch eine ideale Lösung. Darum geht es ja letzten Endes bei unseren Plug-and-Play-Geschichten, dass wir euch ein gutes bis sehr gutes Ergebnis halt liefern wollen, bei einem ganz, ganz kleinen, minimalen Montageaufwand. Und ich denke, dass wir hier schon einen richtigen Weg gehen werden. Sicherlich werden wir uns das hinten auch nochmal anschauen, für alle, wo hier Zusatzausstattung drin ist, zweite Batterie oder ähnliches. Das wird dann aber nochmal vom Konzept her ein bisschen anders aussehen. Das soll erstmal nicht der erste Schritt sein. Ne? Der erste Schritt ist, dass wir es hier halt machen. Das wird nämlich, denke ich, schon sehr gut funktionieren. Wir haben da sehr gute Erfahrungen auch gemacht bei den anderen Cargo-Geschichten. Für einen Crafter beispielsweise haben wir es ja auch so. Okay, ich nehme das Ding jetzt nochmal raus. Dann können wir auch den Teppich schon mal hochklappen und dort dann anfangen, die ersten Kabel reinzulegen. Ja, für unser großes Masterpack-Upgrade brauchen wir neben dem größeren 8-Kanal-Verstärker auch den Mitteltöner. Gott sei Dank hat so ein ID-Bus in der Tür vorne die Vorbereitung dafür. Und mittlerweile haben wir da auch eine Lösung gefunden, wie wir das Ding präsentieren können. Sieht dann nämlich so aus. Na, man sieht jetzt hier, ne, das ist ein 4-Zoll-Chassis, also ein 100mm Mitteltöner. Der ist quasi erstmal auf das Gitter draufgelegt, das passt super gut. Und da drauf sitzt jetzt quasi ein Sprengring aufgesetzt. Der wird quasi über den Lautsprecher gesetzt und über die drei Originalverschraubpunkte mit dem Auto verschraubt. Ja, und das sitzt wirklich bombenfest.
es passt von der Höhe, ne? Hier ist der Clip, ne? Wenn man hier mal so reinhält, dann sieht man, alles cool, geht. Das Ganze natürlich wieder versehen mit Plug-in-Steckern, ne, damit auch das alles funktioniert. Was ist der Vorteil? Natürlich, wir teilen erstmal den Sound auf drei verschiedene Chassis auf. Somit wird jedes Chassis für sich genommen deutlich stabiler. Der 20er Tieftöner, darum geht es im Grunde hauptsächlich, macht weniger Arbeit. Das heißt, nach oben hin limitiert er sich ab etwa 400-500 Hertz. Das gucken wir uns später nochmal ein bisschen im Detail an. Arbeitet dann der Mitteltöner. Was wiederum zur Folge hat, dass der 20er mehr Pegel produzieren kann in dem Bereich, wo er noch tätig ist. Also etwa zwischen 40 bis 400 Hertz und nicht mehr von 40 bis 4000 Hertz. Da haben wir nämlich den Mitteltöner. Endergebnis ist, die Musik wandert ein Stück nach oben. Auch wenn es hier nur 20 cm sind, man wird es bemerken. Das System wird laststabiler. Der Pegel wird gerade im Oberbassbereich dynamischer. Das Endergebnis einfach, ganz lapidar gesagt, es wird besser. Es wird durch diese ganze Geschichte besser. Das wird interessant, das zu hören. Drei-Wege-System im Volkswagen, sowas gibt es normalerweise gar nicht. Also nur in den Premium-Fahrzeugen, nicht in der Nutzfahrzeugsparte. Das ist komplett neu. Wird interessant werden. Genau, also wir bauen jetzt mal die Türverkleidung wieder an und dann können wir dieses Szenario auch mal messen. Hinten, haben wir ja gesagt, wollen wir auch nochmal beigehen. Ich habe mir mal angeschaut, wie ich auf der Schiebetür die Verkleidung runterkriege. Ist gar nicht so kompliziert tatsächlich. Man muss es machen, wenn die Tür zu ist. Ne, so doof das klingt. Aber es geht. Ne? Also im Grunde ist sie nur gepoppt. Wenn man sie runter hat, dann sehe ich hier unten halt auch wieder die Montage des Tieftöners. Das ist der gleiche Tieftöner drauf wie vorne auch. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn Volkswagen was anderes macht. Den Hochtöner packen die halt an die Verkleidung selber. Die schlechte Nachricht ist, der Ring, den wir vorne verwenden, passt hinten leider nicht. Da müssen wir was anderes konstruieren. Die gute Nachricht ist aber, ich denke, dass wir trotzdem einen 20er reinkriegen mit einem anderen Ringsystem. Heißt, wir können vorne 20 cm Tieftöner einbauen, hinten 20 cm Tieftöner einbauen. Das sollte selbst ohne Subwoofer wahrscheinlich im Bassbereich dann schon richtig gut funktionieren. Sehen wir später im Video. Dämmung macht natürlich auch hier Sinn. Um Nässeschutz brauchen wir uns nicht kümmern. Warum? Kann nicht reinregnen. Ne? Gibt kein Fenster, was aufgeht. Genau, so viel dazu. Ich fange jetzt an, hier mal ein bisschen zu dämmen. Und wir schmeißen mal wieder den 3D-Drucker an, um zu gucken, wie wir das mit dem Ring genau lösen. Wir müssen uns ja noch was einfallen lassen, wo wir einen Verstärker hinbauen. Interessant wäre natürlich, einen Ort zu nehmen, wo der Verkabelungsaufwand möglichst klein ist. Deswegen schauen wir uns diesen Bereich noch mal ein bisschen genauer an. Hier haben wir den Einschub von unserem Werksradio, ne, was hier gerade so demotiviert baumelt. Dann haben wir hier einen Aggregateeinschub, der jetzt hier nicht genutzt wird. Zentralen Sicherungskasten und hier ist noch mal irgendein Steuergerät. Ab da, zwischen hier und dem eigentlichen Fahrzeugende, der Außenseite, da ist relativ viel Platz. Und das sieht auch stark danach aus, als ob Volkswagen das für nichts benutzt. Deswegen habe ich mir gedacht, bauen wir hier unseren neuen Verstärker mit einem dafür vorgesehenen Halter in etwa so dorthin. Warum habe ich mir überlegt, das an diese Stelle zu setzen? Das hat mehrere Gründe. Zum einen haben wir dort diverse Löcher in diesem Aggregateträger drin, die nicht genutzt werden. Das heißt, wir haben Befestigungspunkte, die wir halt verwenden können. Zum anderen haben wir hier den Signalkabelweg von hier nach da, was ja quasi 80% unserer Kabel ausmacht, ist ganz, ganz kurz. Ne? Das heißt, wir haben einen super kurzen Verkabelungsweg. Was müssen wir dann halt im Grunde nur noch durch das Fahrzeug durchverlegen? Das ist einmal vom Fahrersitz eine Stromleitung hier hoch. Das sollte auch relativ schnell gehen. Und für den Subwoofer von da nach hier. Ne, also das sind ja auch nur 1,5 Meter. Das heißt, wir haben ganz, ganz kurze Kabelwege. Und das ist ja ein essentieller Punkt bei dem Thema Plug and Play. Wir wollen das so einfach für euch machen, wie es denn geht. Und dazu gehören natürlich halt auch möglichst kurze Kabelwege. Genau. Ich werde jetzt mal anfangen, hier für einen Halter zu bauen oder eine Halteplatte besser gesagt zu bauen, um mir mal genau anzuschauen, wie das halt am Ende dann halt funktionieren soll. Ja, alles klar, dann mache ich mal weiter. Ja, bei den Türen hinten haben wir ja gesagt, wir würden gerne einen 20 cm Lautsprecher verbauen. Mit unserem Standardring funktioniert das nicht so wirklich. Wir haben einen neuen designt und jetzt geht das. Ja, ihr seht, auch hier 20 cm Ring mit Lautsprecher schon drauf.
wenn man so ein bisschen dahinter schaut, ne, dann sieht man auch, wie das genau funktioniert. Also wir haben jetzt quasi einen Trapezring entworfen, der die Aussparung für das Blech halt mit berücksichtigt. Und natürlich haben wir hier auch schon gedämmt überall, ne? Also da überall Dämmung schon drauf. Türverkleidung müssen wir noch dämmen. Wir haben die Frequenzweiche ist auch schon drin. Ja, hier sieht man den Anschluss noch von der Weiche. Ja, das ist der neue Anschluss. Das ist der alte Hochtöneranschluss. Und die Weiche, die haben wir hier hinten auf das Blech draufgeklebt. Und den Tieftöner, mal gucken, ob man das noch sieht. Ja, so ein bisschen sieht man das noch da. Ja, auch der Tieftöner ist halt auf dem Originalkabel adaptiert. Also hinten geht eigentlich relativ schnell, relativ easy. Hätte ich nicht mit gerechnet. Dachte eigentlich, dass auch die Demontage von der Türverkleidung ein bisschen aufwendiger ist. Ist es aber tatsächlich nicht. Genau, so viel dazu. Hinten sind wir eigentlich auch fertig. Wir gucken uns jetzt vielleicht mal das Thema Subwoofer ganz genau an. Ja, wir haben jetzt mal aus unserem Rohschnitt für das Subwoofergehäuse, haben wir jetzt mal ein Subwoofergehäuse gebaut. Ne? Das sieht so aus. Ist ein kleiner, netter Würfel geworden. Vielleicht sollte ich ihn nochmal absaugen, bevor wir ihn einbauen. Ne? Ist ein 20 cm Chassis drin. Der Woofer selber oder beziehungsweise das Gehäuse sind 6,7 Liter Nettovolumen für alle, die es interessiert. Und das Ding ist wirklich massiv ordentlich gebaut. Kein MDF. Ist aus Multiplex gebaut. Ne? Und hier vorne haben wir halt den Systemanschluss halt dran, dass ihr nur noch draufstecken müsst. Fertig. Da ich schon mal in der Holzwerkstatt war, habe ich auch gleich noch das Ding hier gebaut. Sieht ein bisschen kurios aus. Wird aber unser Verstärker oder unsere Verstärkermontageplatte, ne, die schiebe ich dann so rein. Hier soll dann der Verstärker drauf sitzen und kann dann hier unten über so einen Verschraubpunkt das Ganze verschrauben. Wie das genau aussieht, das schauen wir uns aber später nochmal im Auto an. Genau, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal bei dem Kollegen, ob der auch wirklich unter den Sitz passt. Ja, unser Gehäuse passt tatsächlich. Wer hätte es erwartet? Ich natürlich. So, es sitzt hier unten unter dem Sitz, so wie wir das besprochen haben. Ne, hier haben wir quasi die Steckverbindung. Ne, dann können wir den hier einzeln abstecken. Damit ist es erledigt. Und ich ziehe den mal raus. Ne, dann seht ihr, das fluppt halt wirklich echt easy da rein. Ne, also ihr könnt das Gehäuse einfach so nehmen. Stellt es hier rein. Zack, sitzt drin. Kann auch nirgendwo mehr hin. Stecker drauf. So, zack. Montage erledigt. Also jetzt kann im Grunde genommen der Sitz auch schon wieder drauf. Was ihr weglassen solltet, ne, normalerweise sitzt ja dieser komische Lappen hier noch drauf, lasst den weg. Ne. Das Ding, das würde nur flattern, interessiert keinen. Warum Volkswagen das einbaut, ist mir eh ein Rätsel, ist mir schleierhaft. Genau, den haben wir jetzt auch drin. Das heißt, wir können den Sitz wieder drauf bauen und dann würde ich sagen, schauen wir uns die Verstärkermontage bzw. die Art der Verkabelung noch mal ein bisschen genauer an. So, wir gucken uns jetzt mal an, wie die Verkleidung der Schiebetür von hinten aussieht. Ja, wenn man es nicht wüsste, würde man sagen, das ist wahrscheinlich die Türverkleidung von vorne. Also der technische Aufbau ist doch sehr ähnlich. Wir müssen ein paar Sachen machen. Also zum einen ist es so, dass wir hier diese Schaumdichtung haben. Die muss weg. Nehmen die gleich mal weg. Gibt eine neue später mit unserem neuen Tieftöner. Die würde nur im Weg stehen. Interessant wird jetzt beim Hochtöner. Wir haben euch ja erklärt, vorne haben wir diese Snap-on-Fassung. Hinten ist das nicht der Fall. Hinten ist das Kunststoff verschweißt. Das heißt, man muss das quasi wirklich runterhebeln von der Tür. Hier so ein bisschen runterhebeln und dann kann man das runternehmen. Habe ich schon mal gemacht. Und jetzt sieht man hier, da und da und da. Da hat es die kleinen Beine, wo das quasi dran Kunststoff zerschweißt war, zerrissen. Jetzt kommen wir mit unserem neuen Hochtöner. Gott sei Dank. Denkt VW mit, weil ihr seht hier da, 1, 2 und 3. Drei neue Beine, das sind quasi die Servicebeine. Und da können wir jetzt unseren Hochtöner draufhängen. Ne, so. Zack. So. Und jetzt können wir diese kleinen Pünktchen, können wir ein bisschen warm machen und den neuen Hochtöner ebenfalls Kunststoff verschweißen. Ganz einfach. Ne? Also da braucht man tatsächlich nicht viel Werkzeug. Feuerzeug wäre gut. Das mache ich jetzt nochmal. Nächster Schritt wäre dann, dass wir auch hier nochmal dämmen. Ne? Also genauso wie wir das vorne halt schon bei den Türverkleidungen gemacht haben. Damit auch hier nichts klappert und rappelt. Ja, alles klar. Dann lege ich mal mit der Dämmung hier hinten los. Ja, Türverkleidungen hinten.
haben wir auch gedämmt. Genau wie vorne haben wir dieses Compound-Material benutzt, Alubutyl mit einem aufgespritzten Neopren, ne, dass wir diesen Druckeffekt haben und das Ganze wirklich schön großflächig auf der Tür verteilt. Natürlich haben wir so eine Präferenz Richtung Lautsprechergitter hin, ne, dass wir hier ein bisschen mehr dämmen wie nach hinten. Und auf diese komischen Zapfensysteme, da braucht ihr im Grunde nichts draufkleben, das ist alles zu verklüftet. Genau, ne, dann haben wir hier nochmal den neuen Hochtöner montiert. Ja, mit den Kunststoffnäschen wieder Kunststoff verschweißt. Sitzt wirklich richtig schön stabil. Können wir dann halt einfach anstecken. Ganz easy. So, die ist jetzt auch fertig, kann ran ans Auto. Die erste Tür haben wir ja schon dran. Also wundert euch bitte nicht, warum jetzt gerade zwei Verstärker hier hängen. Ich probiere momentan und teste momentan quasi beide Soundsystemversionen parallel. Deswegen baumelt hier jetzt noch so provisorisch der Verstärker für die kleine Soundsystemversion. Das wird aber noch verschwinden. Was uns viel mehr interessiert ist, hier da hinten der Kollege. Na, das ist der Verstärker Soundsystem große Version. Wo sind die Unterschiede? Vierkanalverstärker, 4x70 Watt Systemleistung, 8-Kanal-Verstärker, 8x65 Watt Systemleistung. Wir schließen den auch teilweise im Brückenmodus an. Das heißt, wir haben nicht nur insgesamt mehr Leistung, sondern wir können auch auf einem anderen Level auskorrigieren. Und hier sieht man jetzt auch unsere coole Verstärkerplatte, ja, wo das Ding aufmontiert ist. Hier unten, da ist dieser kleine Schraubpunkt, womit das Ding halt festgeschraubt wird. Und das steht da hinten und stört halt keinen. Ganz, ganz einfach von der Sache her, ja. Das gleiche gilt für den Kabelweg, ne? Wir haben ja hier gesagt, ne? Hier ist unser Head Unit. Ja, zack. Ich ziehe noch mal ein bisschen weiter raus. So. Und jetzt sieht man hier halt auch schon, wie die Verkabelung funktioniert, ne? Das heißt, wir haben jetzt hier den Originalstecker, der eigentlich mal im Gerät drauf gesteckt hat. Da kommt ein komplett neuer rein, der steckt jetzt auch schon drin. Und dann haben wir hier den rückgeführten Kabelsatz. Der wird jetzt einfach nur noch hier drauf gesteckt. So, zack. Damit ist quasi die Montage hinterm Radio erledigt. Den vergesst bitte, das ist quasi mein zweiter Testkabelsatz, der dran ist. Und dann kann ich diese ganze Head Unit einfach hier nehmen und wieder reinschieben. Fertig. Ne? Ganz einfach. Ne? Also wirklich ein ganz, ganz kurzer Kabelweg. Ich habe bei der ersten Montage für das Kabel von links nach rechts rüber 2 Minuten gebraucht. Also es ist wirklich brutal schnell erledigt. Das gleiche gilt für den Massepunkt. Ne? Hier unten haben wir den Massepunkt. Und da sehen wir hier auch schon diese Leitung aufgesteckt, aufgeschraubt. Geht hier hoch. Ja, geht jetzt momentan noch hier rum, weil ich die jetzt gerade für den Verstärker noch brauche. Aber später geht sie natürlich dann auf den Kollegen. Genau, ne, also das ist so dieses Thema. Ich stelle den jetzt mal ein bisschen ein. Das gucken wir uns auch noch mal ganz genau an. Danach nehme ich den raus. Der stört mich nur noch. Und dann geht es noch mal um die geile neue Scheiße da hinten drin. Das wird noch mal richtig interessant werden. Alles klar, ich mache mal ein bisschen weiter. So, ab jetzt wird es kompliziert. Also wenn ihr glaubt, das war jetzt bis jetzt kompliziert, jetzt wird es kompliziert. Die gute Nachricht ist, ihr habt damit nichts zu tun. Das ist unsere Aufgabe. Wir haben jetzt mal unseren kleinen Vierkanalverstärker angeschlossen. Mit dem mal so ein bisschen Subroutine durchlaufen lassen. Generell, ne, das ist jetzt mal ein Screenshot von seiner Eingangsanalyse. Ihr könnt euch daran erinnern, wir haben es vorhin uns im RTA-Analyzer angeschaut. Hier sehen wir das gleiche Signal nochmal. Der Prozessor beurteilt das ähnlich. Auch da haben wir diese kleine Senke bei 4-5 Kilohertz und diesen leichten Basspush hier hinten. Alles gut. Super. Damit kann man doch arbeiten. So, dann haben wir jetzt diese wunderschöne Maske, diese welche. Mit der können wir komplett neu korrigieren. Ne? Das heißt, wir haben hier Kanal 1, 2, das ist quasi vorne links, rechts unser neues Zwei-Wege-System. Ne? Seht ihr? 1, 2. Da ist der Subwoofer, also unser Kollege hier. Normalerweise sollte der unterm Sitz sitzen, aber die Grafik gibt das nicht her. So ist es halt. Jetzt können wir hier den Pegel für die Lautsprecher einzeln bestimmen. Und wir können hier sowohl bestimmen, als auch, ob das Ding halt einen Hochpass-, Tiefpassfilter, Bandpassfilter vielleicht sogar machen soll. Wo, mit welcher Oktavfilterung das Ganze passieren soll und nach welchem Filtermodell. Und dann haben wir hier dieses wunderschöne große Fenster, wo wir equalisieren können. Ne? Das heißt hier schön hoch und runter. Das nehmen wir alles mal weg, müssen wir später einstellen. Genau. Warum wird das Ganze kompliziert? Weil wir sehr viele Szenarien jetzt abdecken müssen. Zum einen haben wir
den ID.Buzz als People-Version, so wie wir ihn jetzt hier stehen haben. Das heißt, ihr habt Lautsprecher vorn, Lautsprecher hinten, so Gott will, und einen Subwoofer als Option. Dann gibt es allerdings noch die Cargo-Fahrzeuge mit Trennwand beispielsweise, da reden wir nur noch über Lautsprecher vorn. Das heißt, wir wollen natürlich eine möglichst große Bandbreite abdecken, was eine Menge X an Softwares voraussetzt. Als Szenario mit dem Verstärker wollen wir am Ende des Tages anbieten, die Version Frontsystem plus Subwoofer, kein Hecksystem, weil Cargo. Das ist Version 1. Version 2, die wir anbieten wollen, ist Frontsystem plus Hecksystem, kein Subwoofer. Für ein People zum Beispiel, ne? Oder für ein People, der irgendwelche Sondereinbauten unter dem Sitz hat, kann der sein. Mit den 420ern wird das sicherlich dann auch schon gut funktionieren, da kommen wir aber später nochmal zu. Version 3 wäre dann mit dem 8-Kanal-Verstärker, ich nenne es jetzt mal Master Pack, wo wir Frontlautsprecher, Hecklautsprecher vorne dann als Dreiwegesystem haben, plus den Subwoofer. Beim Cargo würde das ja so keinen Sinn ergeben, weil wir beim Cargo ja keinen Hecklautsprecher haben. Nichtsdestotrotz hat der 8-Kanal-Verstärker dort Vorteile. Dann wäre unser Szenario, dass wir sagen, Frontsystem im Bridged Mode mit richtig Zunder drauf, über 200 Watt Leistung. Subwoofer im 4-Channel Bridged Mode, auch das würde gehen, auch nochmal mit richtig Leistung drauf. Mit allen Korrekturmöglichkeiten, die dieser Prozessor dann bietet. Wie schon gesagt, das sehen wir später. Sehr theoretisch alles. Für euch ist halt nur wichtig, am Ende, wenn ihr das kauft im Shop, klickt euch durch die Optionen ordentlich durch. Wenn es dort Verwirrung gibt, schreibt uns eine E-Mail oder ruft uns an. Aber wir wollen natürlich dieses Pack möglichst breit aufgestellt bieten, damit wir diese Vielfalt an Karosserien, die dieses Fahrzeug ja jetzt schon hat, und da kommen ja noch ein paar, wirklich richtig ordentlich abdecken können. Genau. Ich stelle jetzt diesen DSP mal anständig ein, dass wir da wirklich halt auch sehen, was da ganz genau am Ende im Frequenzverlauf passiert. Ja, wir haben ja gesagt, wir wollen euch mal den neuen geilen Scheiß präsentieren, also unseren 8-Kanal-Verstärker. Ich habe ihn jetzt mal angeschlossen und so sieht unsere neue Prozessormaske aus. Und da werdet ihr jetzt gleich schon sehen, das sieht ganz anders aus. Also das ist wirklich ein ganz anderes Level. Ja, wir haben hier oben, das sind unsere Output-Kanäle 1 bis 14. Warum 14 bei einem 8-Kanal-Verstärker? Wir haben 14 prozessierte Kanäle in dem Produkt drin. Das heißt, wir können neben den internen 8 theoretische weitere 6 korrigieren. Das ist für unser Auto nicht so wichtig. Wir brauchen Kanal 1 bis 8. Wenn ich jetzt diese Kanäle anklicke, na, dann sehe ich jetzt auch zum Beispiel, das Ganze ändert sich farblich. Ne? Das heißt, ich sehe immer sofort, wo was geht. Wenn ich mir den Equalizer anschaue, ich kann hier wählen, ob ich ein ganz klassisches Equalizer-Band benutzen möchte, ob ich High Shelf, Low Shelf verwenden möchte, ob ich gar keinen Filter verwenden möchte, auch das geht natürlich. Ich kann die Frequenz kann ich hier einzeln zuteilen, also auch in einzelnen Schritten. Ich kann hier zum Beispiel sagen 26 Hertz, kein Thema, kriege ich hin. Das gleiche mit dem Q-Faktor. Sehr geil. Ich kann mehrere Produkte gleichzeitig anzeigen lassen. Ich zeige euch mal, was da hier passiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, bei dem einen habe ich einen Filter hier drin. Machen wir mal ein bisschen mehr Oktav, dann sieht man das besser. So, zack. Und ein bisschen weiter hinten. Vielleicht mal da, so. Jetzt kann ich genau sehen, ah, alles klar, okay. Ich habe hier auf Kanal 4, habe ich halt einen Hochpassfilter, 200 Hertz. Kanal 1 läuft full durch. Kann ich mir alles cool anzeigen lassen. Dann habe ich hier so eine coole Input-Sektion. Da gehe ich nochmal hier drauf, so. Mit, nee, das war das falsche Fenster, aber da kommen wir gleich noch zu. Mit unserem Input-Mixer. Der sieht sehr spektakulär aus, aber lasst euch davon nicht ablenken. Wir haben hier immer die Ausgangskanäle und hier die Eingangskanäle. Und ich kann jetzt prozentual mir aussuchen, auf welchem Kanal des Eingangs, auf welchem geguideten Ausgangskanal, wie viel Prozent Leistung wirklich läuft und wie die Phasenlage dort ist. Das ist wirklich next level. Dann habe ich die Möglichkeit hier, ne, das Fenster nochmal aufgemacht, den Input Equalizer mir anzugucken. Das heißt, ich habe jetzt nochmal 12 Input-Kanäle, Input-Equalizer-Kanäle pro Input-Kanal. Das heißt, bei 8 Input-Kanälen reden wir 12 mal 8, 100 irgendwas Kanäle, 100 irgendwas Equalizer-Bänder, die ich nochmal zusätzlich verwenden kann.
inklusive Input-Delay. Sehr, sehr geil. Also wirklich, das Ding ist eine Maschine. Da geht so einiges mit. Das heißt, wir sind natürlich halt auch für die Zukunft gerüstet, in diesem Auto die perversesten Nachrüstungen zu machen. Also angefangen von 2-Zonen-Steuerungen, weil der ID.Buzz wird ja wahrscheinlich auch mal kommen als Camper. Wir können, falls das Auto kein Parksystem hat, können wir Parksysteme mit Softmute und Release-Time-Optionen bei dem Ganzen noch mit in das System reinbringen, dass wir immer mehr an die OEM-Technik halt daran kommen. Und das Ding gibt uns natürlich halt eine Waffe an die Hand, dass wir wirklich korrigieren können, bis zum Tod umfallen, dass wir hier in dem Auto alles rausquetschen können, was mit Werkset-Unit 9 im Lautsprecher wirklich möglich ist. Also das Teil, eine Macht. Super gut. Ne? Also Werbung an, kauf das Masterpack. Werbung aus. Genau, ich stelle das Ding jetzt nochmal kurz ein und dann machen wir nochmal einen ganz fixen Soundcheck. So, wird Zeit für einen Soundcheck. Ich habe mir mal ein bisschen Musik auf den Stick draufgezogen. Jetzt wollen wir mal gucken, wie das ganze System funktioniert. Ja, das ist doch schon ganz nett. Ich bin noch nicht ganz final fertig mit der Einstellung, da geht noch ein bisschen was. Aber die Richtung ist schon wirklich sehr geil. Also es ist endlich mal Bass in dem Auto, Bühnentransparenz ist da, Pegel ist da. Ne? Also ihr könnt jetzt wirklich halt auch mal, wenn ihr schneller fahrt, anständig Musik hören. Mit Frontlautsprecher, Hecklautsprecher, alles geil. Sehr cool. Ihr werdet die Lösung bald demnächst bei uns im Shop bekommen. Den Link dazu wird es dann in dieser Videobeschreibung geben. Angefangen vom kleinen Lautsprechersystem bis hin zum großen Masterpack, werdet ihr alles da finden. Wenn ihr Shop-Fragen nicht klären sollte, schreibt uns eine E-Mail oder ruft uns an, könnt ihr auch gerne machen. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, war schön, dass ihr dran geblieben seid in diesem Video. Lasst ein Like da, abonniert uns und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin.